是桃子的雅各山的 Alt， 这是一个 Arctic 雅 Alt， 而不 Leptan 发作 in Yanam Dorf， 而不 Phone 给山做 I'm back， 还发作么做一不称桃子的没得好，还发作 I'm 怕 hundred kilometer 了，而不做会不做大大会不也是没，当然还是没得在那干成 family 安给放着，嗯。Einfach so, jeden Tag mit dem alten Zeug, einfach eine Show für sowas, einfach die Erde weg zu so machen. Dann die Nachbarn so von ihm, so die sagen, okay, also bist du schon über 80 Jahre alt, warum machst du das? Und dann so er sagt, okay, wenn ich tot bin, dann mein, so mein Sohn kommt, wenn mein Sohn kommt, mein Enkelsohn kommt, ich muss einfach diese weg machen. Und dann so eine Sache, der Himmelsgott hat Angst so, so gekriegt, ey, wenn er weiter so machen, dann ist er doch schon so, ist er, das ist so geschafft. Dann er lasst dann so zwei so Geister einfach, lasst mal die Back weg, dann er kann so, das so mehr so gehen. So für mich, so heißt dieser Name so, jeden Tag machen wir was du willst, was du echt willst. Und eines Tag kannst du so diese Ziele so eher heißen. Ja, wir sind eine Reise machen auf China. Mit IOIC, Institut für Inkohärente Cinematografie, mit ein paar Schweizer Musikern und chinesischen Musikern. Und sind hier am Stummfilmen vertonen. And we stay 3 weeks, in one week in Beijing, one week in Shanghai and again one week in Beijing. Um herauszufinden, ob die hier Stummfilmvertonungen auch gut finden. Und und ich würde sagen, es ist gelungen. Thank you.
我们来看这个是从豆瓣上看到的这个活动。其实今天为什么选择这个，是因为我们在雨果这个电影里看到这几部默片，然后对这几部默片是非常感兴趣的，所以因为这个我们来看这个。另外我们平常也是电子乐爱好者，经常会去一些 party 去参加一些活动。今天看这个是我第一次接触到默片和电子乐结合的一个表演，觉得非常新奇。A lot of friends are come to China, even with the best intention. So even with the best intention, saying, okay, let's forget what we know about China in the West where we live. Come to China and that China just blow their mind because they really have the concrete idea that the gap between what they think about China and what China is really deep. I don't like this separation actually between foreign artist and Chinese artist. I prefer to talk about artist with the artist, you know, and don't care if it's Chinese or what. Film is very special. 比如说，the old things is coming again, but it's not the old. It's the new things. I see a lot of things from the people in the film. But a lot of people in the film like our living sometimes, and 很多情感和我们很相似。Lots of emotions similar, like we can feel the same emotion. We can think about our life, 就是重新思考我们的生活。So we can think about our life again.
that's very different than when I play with some Chinese musician. So it's good, this kind of West country, the ideas. The musician come from Switzerland, the thinking and they play the electronics and the, yeah. I get more ideas from this play, this time, this project. You know, it's like whole world element, which is the best way when, you know, the element combine together, you're gonna find out. Like, I mean, that's the job of the artist, like, find the best way of the element combine together, okay. And make a surprise to the human being, maybe. Schön, dass es gekommen ist, wie verschiedene Leute hier zusammen unterwegs sind. Wir haben es extrem gut zusammen, sonst, aber jetzt lernt man sich auch langsam musikalisch kennen. Ich habe nicht alle von diesen Bands und von diesen Musikern vorher gekannt. Also, ich habe eigentlich fast niemand gekannt. Und ich finde es extrem schön, wie unterschiedliche Stile das jetzt zusammenkommen und wie unterschiedliche Herangehensweise, dass es gibt, um die mit diesen Filmen umzugehen und die zu vertonen. Alles sehr speziell, sehr auf eine Art eigen und kontrastierend. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr mag.很多的特别是中国的这些音乐人他们可以接受一个这样的全新的东西因为我接触很多的中国的音乐人他们都说我想用这样的方法来演出他们总是说哎呀不行我没有排练我们不能这样子我们应该写好歌什么的就是这样子但是我觉得这个是一个人就是可以 打开你的很多创造的一个机会，就是一个想法的一个机会。你可以去尝试去做这样的东西。而且我看这个整个这些演出三天，我感觉不光是有现场的创造，而且就是现场的那个质量也特别的好，就是他那个创造力和这个质量都是特别的好。这对中国的音乐人来说，他们应该有更多的思考，而不是说只是看完了哦，这个不属于我的。我觉得应该更多的人应该去想想看，去做这样的东西。
Zu der Schweiz sind einfach die Leute noch aufmerksamer und noch gespannter, was da passiert. Also es ist wirklich bei jeder Aufführung, die ich gesehen habe und auch selber gespielt habe, habe ich das Gefühl, dass die Leute wirklich sehr, also auf jeden Schritt, der passiert, wirklich mitverfolgt. Und in der Schweiz ist das Ganze natürlich abgeklärt, hat man schon alles gesehen und gehört. Und von dem her ja, ist das eine sehr gute Erfahrung gewesen. Da habe ich angefangen so, mit einer kleinen Bar, mit auch einer Liveband. Aber das ist ziemlich klein. Dann 2004 wird sie einfach umgezogen zu einem Platz für 250 Quadratmeter. Dann haben wir schon von da angefangen, so, ja, einfach im Jahr so über 200 schon angefangen. Aber 2007 wird sie hierher umgezogen. Weil so, da war so Olympiade Zeit, wenn so alles so Bar, einfach so Live-House abgerissen wurde. Und hier so, ja, schon fast so 5 Jahre. So. East Germany. East Germany. In Beijing. You got it in Beijing? Oh, my. Yeah, oh, okay. It's nice. I think there's no difference between us about the understanding of the movie and this kind of music. Before I seen the shows, I feel a little bit nervous because Metropolis is, you know, a very special thing for me because I'm a sci-fi fan. And yeah, I feel nervous before, but after these days, I check the shows, I feel more free to play something for them. So I'm very excited about tonight. I want to see what will happen. The Chinese way is a little bit different from the way that the modern music developed, because 20 or 30 years ago, there's no news came into China. So we didn't know nothing about fresh ideas. And 10 years ago, many information came in. And I think maybe it's not a bad thing that we have no history about modern music. Yeah, we have no frames, we can go free. Thank you.
The sound man changed, turned it on. But this happens everywhere because people want to try it. Because unlike other musical instruments, it's not intimidating because it's just some board on the ground you can step on. So people don't feel shy about stepping on it. Like nobody ever asked me in my life to come play the saxophone, for example, in 35 years of playing. Or even the guitar. Nobody ever asked me to play my guitar when I have it. But this instrument from the beginning, people always come and ask to play it. 这种形式的演出很少很少有机会看，然后它也很吸引我，然后让我也看到了很多以前的默片，让我很觉得很震撼。它很多镜头让我看的我也不知道怎么说，应该觉得冲击力很大，视觉的冲击力很震撼，当时那种创意。All the time, people just came after the show to me and asked about the cucumber and wanted to try, and I gave it to them, and then they could play a bit. And it was interesting. It was mostly women who asked. Normally, yeah, that's normally true. It's men who ask, like, oh, it's technically like this, this. But yeah, in Shanghai and also Zhaozhou, there were women coming and asked. It was funny. I think they were even more interested, or maybe they're not so shy, I don't know. Yeah, I find the women are less shy here. Yeah. It's different. For me, those silent film is kind of boring, but with this music, I think it put new element into the performance. So I think it's very, very nice, yeah. Just like the hairstyle, everything, it goes like, wow.
That's why I think it's like nice. Black and white always good. Bei Metropolis, die wir vertont haben, hatte ich immer das Gefühl, wenn man sich verstanden hat, um was es geht, rein inhaltlich, was man ausdrücken will, dass es dann eigentlich super gut geht. Aber bis man an diesen Punkt herankommt, wo man sich verständlich macht, um was es geht, die braucht es wahnsinnig viel und unheimlich viel Missverständnis. 感觉是合作是非常愉快的。 也能够感受到音乐家的他们的才华，他们的所，就是说拿这部电影来讲，可以是表现出的一些东西，有自己的风格，所以说，我还是非常荣幸能够参与到这次的合作当中，因为它不是普通的那个即兴音乐合作。 而是为一部电影，是围绕着一个影像来做的，所以我觉得通过这个可以感受到每一个艺术家的活力还有他的才华，是这样。 Für mich waren es ganz verrückte zwei Wochen, mit den Musikern zusammenzuarbeiten oder auch einfach zuzuhören, wie die Stummfilme vertonen. Für mich hat sich in den zwei Wochen extrem viel verändert und das hat sich auch auf mein Spiel wahrscheinlich jetzt schon übertragen. Und Stummfilm ist einfach was anderes, als wenn du irgendwie ein reines Konzert hast. Es ist schon noch ein wenig was anderes, weil du wirst mit dem Film zusammenschweißen und dann was Neues kreieren draus, oder? Und eigentlich habe ich extrem viel von den anderen Musikern gelernt, wie die das machen und wie die ihr Instrument oder ihre Ideen, musikalischen Ideen umsetzen. Das war extrem spannend für mich. Ja. Und auch immer, ich freue mich jetzt auch, die zwei Konzerte noch zu spielen. Und ja, also für mich ist die China-Tour mit IOIC, mit den anderen Musikern, auch mit den chinesischen Musikern, das ist genau die perfekte Zeit am richtigen Ort. Thank you.
Thank you.